Tempomat geht, weißt du? Das ist schade, ja. Wenn du so weit fahren musst, ist das schlimm. Wir sind abgeholt worden von ganz lieben Freunden, langjährigen Segelkollegen. Und jetzt geht's nach Italien. Diesmal one way. So, sind gut angekommen, sind gut runtergefahren worden, gell? Ja, wir haben sehr viel Glück gehabt. So, alte Segelkollegen von uns, die Claudia und der Uli vom Falken, sie kennen die schon, und Uli zumindest, hat uns runtergefahren. Die haben ein Boot in Kroatien liegen, sind mit dem Hänger runtergefahren, konnten wir mitfahren. Und der da, tolles Boot, der 46er, richtet er gerade her und jetzt sitzt auch aufs Boot, gell? Ja, wir sind auch am Umbauen. Das hat uns Corona gerade einen Strich durchgemacht. Und jetzt fahren wir wieder nach Grazien, nach Wursaal und dann weiter umbauen, also Geräteträger aufmachen. Gell. Thematik ist Edelstahlwoche. Edelstahlwoche, gell. Und wir wünschen euch viel Erfolg auf eurem neuen Schiff. Gell. Genau. Ein super Schiff habt ihr da. Gell. Das gleiche wünschen wir euch auch. Danke, Uli, und vielen Dank fürs Runterfahren. Wir treffen uns auf jeden Fall in einer Bucht. Wir treffen uns wahrscheinlich in Griechenland oder in Kroatien. Schauen wir mal. Schöne Bucht da. Ja. Super. Wir waren ja schon ganz oft beim Ankern zusammen am Falkensee viele Jahre. Und am Bodensee waren auch viele Jahre im gleichen See. Und jetzt dürfen sich wieder hier runden. Ja. Sensationell. Und da haben wir schon das eine oder andere erlebt, gell? Ja. Und das eine oder andere Bier getrunken. Ja. Und Lagerfeuer gemacht. Wird wiederkommen. Noch sitzen wir auf dem Bock, aber demnächst dann hoffentlich im Wasser. Also, Andi. Ja, ist ja okay, gell? Wir rauschen los. Ciao, mach's gut, Andi. Ciao, ja. Viel Spaß. Also, macht es gut, ihr Lieben. Ja, tschüss, vielen Dank nochmal. Viel Erfolg, gell? Ja. Dankeschön. Fahrt vorsichtig. Machen wir, ja. Ciao. Ciao. Tja, kaum sind wir angekommen, schon haben wir wieder zu tun. Jetzt haben wir Glück, das Motorboot hier vor uns ist weg. Jetzt können wir nämlich unseren Anker runterlassen, samt Kette, und können mal die Kette prüfen. Das haben nämlich Segelkollegen von uns auch gemacht und die haben festgestellt, dass sie ein verrostetes Kettenglied hatten. Und das ist natürlich dann eine ziemliche Schwachstelle in der Kette und beim Ankern. Und jetzt werden wir mal die ganze Kette hier prüfen und wir finden hoffentlich kein verrostetes Kettenglied. Jetzt haben wir mal die ganze Kette hier ausgelegt, sind wohl 70 Meter und ein Maßband auch gleich mal mit runtergenommen und jetzt markieren wir. Kaputtes Kettenglied haben wir Gott sei Dank keins gefunden, haben ein bisschen Zinkspray teilweise drauf gemacht und hier ist 10 Meter und da bindet Andi jetzt ein bisschen Bändel hin und dann markieren wir das Ganze mit Blau, haben ein blaues Spray. Wir haben unsere Kette mal so weit ausgemessen und Markierungen hingemacht. Haben leider nur blaue Farbe. Hier kann man auch nichts kaufen. Es muss es mit Blau gehen. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann mal noch ändern und bessere Farben nehmen, Gelb oder Orange. Und ich bin schon bereit mit Handschuhen und alter Montur, Käppi, um die Haare zu schützen. Ich werde jetzt hier das Anti-Fouling auf dem Kiel pinseln bzw. rollen und Gott sei Dank machen wir nur einen Kiel, dann bin ich gleich fertig und nächstes Jahr machen wir dann das ganze Schiff. Andis Mama hat uns unsere Topperbezüge genäht und die passen jetzt super drauf. Bin ganz glücklich, dass sie das gemacht hat. Ich kann nicht nähen, ich habe auch gar keine Nähmaschine und ich habe ganz gut gemessen und angezeichnet und Andis Mama hat super genäht. Vielen Dank nochmal. Jo, heute wieder ein arbeitsreicher Tag. Wir haben wieder viel zum Tun gehabt bei der Hitze. Ja, da ist man am Abend richtig grocki. Jetzt haben wir gerade das ganze Boot geschrubbt, gewaschen. Also ein Rumpf, das reicht schon, der ist riesengroß. Ja, und jetzt, für den Andi, da freut er sich jetzt ganz arg drauf. Ein Feierabendbier. Oh. Und ich mache mir jetzt noch ein kühles Weinschorle. Und dann gehen wir duschen. Ah, ich hab Durst. Zum Wohl, Schatz. Das hast du verdient. Oh ja. Heute haben wir ganz schön geschwitzt, gell? Puh. Aber jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil. Hat hier mehr ausdehnt, hast du keine Ahnung? Na, ja. Komplett Schweiß wahrscheinlich.
noch Zeit. Unser alter kaputter Boiler. Ja. Eigentlich neu und kaputt. Ja. Endlich ist er raus. Wahnsinnige Arbeit. Ja, früher sind die halt nicht gut. Früher haben die Stabilitäten natürlich nicht so berechnen können. Jetzt haben sie einfach Material reingekaut ohne Ende. Und jetzt habe ich die Punkte. So, dank Hilfe vom Günther bekommen wir jetzt unseren alten Propeller runter. Hat Anne nämlich schon alleine versucht. Hat nicht funktioniert. Mit dem richtigen Werkzeug hat es aber gleich so geklappt. Gell? Schlüssel. Mit Verlängerung. Und wir haben uns nämlich wieder was gegönnt. Andi wollte ihn unbedingt haben. Und da ist er. Unser Drehflügelpropeller, der Variprop von SPW. Unser neues Schmuckstück. Den machen wir jetzt drauf. Jetzt ist der Abzieher angesetzt worden. Geil. Wow! Mit Gewalt geht alles. Ja. Ich muss erst noch mit der Pfanne schaffen, kein echter Haufen Land. Ohne Scheiße. Wird vielleicht eingefällt, ist damals drauf, hat schon, gell? So, ja, das hat er verloren. Dann probieren wir jetzt mal die Narbe drauf. Mhm. Schön drauf sitzen, ja, genau. Siehst du, wenn du jetzt schon mal ein bisschen drauf klopfst, dann muss er schon sitzen. Ja? Das sitzt schon drauf. Ja. Also wenn er so dreht, dann ist es gut. Und dann noch ein bisschen drauf klopfen, dann sitzt er schon. Das heißt, der Konus passt. Mhm. Passt ganz gut. Wenn ich den so drauf klopfe und der hält nicht, dann weiß ich, dass der Konus nicht passt. Jetzt es gibt Propeller bei ganz schnellen Motorbooten, die haben überhaupt keinen Keil. Das sitzt nur im Konus. Weil der Keil eine Unwucht machen wird. Ah, okay. Schon ein kleines bisschen anders aus und so stellst, da sieht man den Unterschied, da ist ein bisschen runder geformt. Okay. Und der hat ein bisschen mehr Schub. Okay. Und deswegen kann man immer ein Fall kleiner nehmen. Sensationell! Den anderen Propeller dürfte das Reserve nicht nehmen, oder? Ja, macht schon Sinn, oder? Ja, schon. Haben wir beim letzten auch gemacht. Das ist der immer, was mir nie was passiert. Ja. Fährt sie dahin. Ganz spontan haben wir jetzt zusammenpacken müssen, sozusagen. Sie ist in 10 Minuten, wird gekrant. Und mit dem Teil wird sie jetzt in den großen Kran reingefahren. Das flutscht hier, muss man sagen. So, und jetzt noch schnell ein bisschen nachpinseln, wo die Backen waren. Da ist das letzte Mal schon kein Anti-Fouling hingekommen. Da sieht man noch das alte blaue Anti-Fouling durchschimmern. Ah, nee, das Hut muss runter. Den will er schonen. Mit dem schwarzen Anti-Fouling, das gibt üble Flecken, ja. Die Erfahrung habe ich gestern auch schon gemacht. Wunderbar. Und schon geht's ins Wasser. Heute ist das dritte Bettseiten November. Toi, das Schiff, was im Motor läuft. Die richtige offizielle Bootsübergabe mit Probesegeln und jetzt fahren wir mal raus aus der Lagune bzw. durch die Lagune und testen wir mal das Boot, ob alles passt, unsere Segeln auch, Motor läuft gut, haben wir gestern ja schon kurz getestet und wenn man hier rausfahren will, muss man so circa 5 Seemeilen durch den Fluss noch durchfahren und kommt dann in die Lagune.
beziehungsweise dann aufs offene Meer raus. Und hier schaut es echt ganz hübsch aus. Unsere Klappfahrräder kommen wieder zum Einsatz. Wir sind froh, dass wir sie haben. Wir radeln zum Supermarkt gerade nach San Giorgio rein. Und zum Nautikladen müssen wir auch noch was besorgen. Pumpe für unser WC, die ist kaputt. Und hier gibt es Gott sei Dank einen Radweg, ist auch super, müssen wir nicht auf der Straße radeln. Also die Pumpe ist noch nicht lieferbar, wird uns aber bestellt und können wir am Dienstag holen. Heute ist Samstag, das passt. Und ansonsten ist es hier echt ein super Laden. Hier kriegt man fast alles, weil in der Werft kriegt man leider gar nichts. Ha, Andi, wie wäre es mit einem Wellensittich oder einem Kanarienvogel fürs Boot? Oh ja, das sind so kleine Sittiche. Schöne bunte, wie sind sie? Nein, nein, Vögel gehören in die Freiheit. So, unser Navtex wurde aktualisiert, da ist eine neue Software drauf gekommen. Da hinten drin ist ein neues Empfangsteil reingekommen vom Navtex. Die aktive Antenne hinten war kaputt, beziehungsweise die war nicht mehr da und die Originale gab es nicht mehr. Und da hat man jetzt quasi ein neues Empfangsteil einbauen müssen mit der neuen Antenne. Und das Tolle ist, dieses Empfangsteil hat eben Marine-Barograph eingebaut, den man jetzt hier sehen kann. Das ist nicht toll. Und also ein Barometer. Ein Barometer. Aha. Und hier ist das AIS reingekommen, das aktive. Und das war ein bisschen kompliziert, das anzuschließen an die ST60-Serie. Aber da hat uns der Herr Ober von Rheinmarine Bodensee super weitergeholfen, Plan gezeichnet. Und der Günther Ambrosi von Sunbeam hat man das im Prinzip angeklemmt. War doch relativ kompliziert, viele kleine Käbelchen. Da war ich total dankbar, war eine super Sache. Hier ist der externe GPS-Empfänger von diesem AIS. Ich wollte ihn zuerst irgendwo draußen hinbauen, aber der hat so einen guten Empfang da drin. Jetzt lasse ich ihn mal da innen drin, da brauche ich kein Loch bohren. Und wenn sich es bewährt, dann bleibt er da einfach, weil hier oben ist nur Kunststoff. Und der hat einen super Empfang. Momentan. Momentan geht's klasse. Jetzt habe ich schon einen Hafen hier. Ja. Schaut gut aus. Ja. Und Navtex-Empfang habe ich auch wieder. Was im alten Boot nicht der Fall war, genau. Gell? Greta kommt rein. Wir haben auch hinten die Navtex-Antenne. Kofu und genau. Das ist eine relativ gute aktive Antenne. Mhm. Kann man kurz zeigen. Die zeige ich noch schnell, ja. Das Teil hier, was ein bisschen aussieht wie Besenstiel, ist die Navtex-Antenne. Genau, und dadurch haben wir jetzt einen guten Empfang beim Navtex. Die Wand ist dicker als dein Kreisbohrer. Der Kreisbohrer. Können wir den anderen Kreisbohrer probieren, vielleicht ein bisschen höher, ansonsten muss ich es durchklopfen. Mhm. Gebe ich dir. Es gibt die Leitung, frisches Salzwasser für den Watermaker, der da reinkommt. Den Watermaker wollen wir hier reinbauen. Was müssen wir da mit dem Schlauch nach hinten durch? Genau, da hinten. Hinten ziehen wir das Salzwasser an. Genau, da hinten ist es die Toilette, also da kommt erst Dusche, dann kommt Toilette. Und da habe ich schon das Salzwasser, da brauche ich nur ein Teestück reinbauen, brauche ich kein neues Loch bohren. In den Rumpf, keinen neuen Durchlass. Und deshalb müssen wir mit dem Schlauch jetzt dahinter. Also durchkommen. Gut, gibst du mir mal den zweiten Kreis, oder? Ja, Moment. Hm. Doch. Ah, jetzt ist es auf.
haben wir ein zusätzliches Löchle eben da oben, da kommen wir mit dem Schlauch besser durch. Weil unten sind zwar auch schon Löcher, aber da sind wir nicht durchgekommen. Da ist der Schlauch nicht vorne angekommen, da wo er hin soll. Und so ist das Holz von unserem Boot aufgebaut, größtenteils. Oben und unten ist es Mahagoniholz, beziehungsweise furniert. Und in der Mitte ist ein Hartschaumkern. Und dadurch ist das Ganze schön leicht, weil sonst wäre das ganze Boot, der ganze Holzausbau enorm schwer. Und so hat man sozusagen Gewicht gespart. Das ist ziemlich aufwendig, das Ganze. So, um jetzt diesen Schlauch dadurch zu kriegen, müssen wir das ganze Boot auseinanderbauen. Da haben wir hier hinter unserer, in unserer Duschkabine diese Rückwand, hat Andi jetzt weggeschraubt. Ja, zum Glück haben wir alles zerlegen hier. Ah ja, und da kommen wir jetzt da hinten hin, wo die Schläuche durchgehen, wo wir momentan nicht durchkommen. Und jetzt können wir da von oben reinlangen und kriegen hoffentlich den Schlauch durch. Wahnsinn. Ja, jetzt haben wir den Schlauch durch. Jetzt ist er hier vorne. Und hinten ist er auch raus. Das haben wir sozusagen über die Mitte eingefuselt. Das war jetzt super, dass wir die Rückwand von der Dusche wegschrauben konnten, dass wir da hingekommen sind. Da wären wir nämlich von hier und von der anderen Seite nicht durchgekommen. Und ja, das ist ein erster Sieg für den Einbau vom Watermaker. Und hier unten ist auch unser Boiler eingebaut. Das ist jetzt der neue. Es war auch ganz schöne Arbeit, den alten auszubauen, weil wir müssen erst die ganzen Holzzwischenwände hier rausgeschraubt werden und dann muss das Teil abgeklemmt werden und dann da vorne durch die Öffnung ist er rausgekommen und eben auch der neue wieder rein und ist jetzt auch dicht. Toi, 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 dass er lange dicht bleibt. Ja, den Schlauch, den wir vorher durchgezogen haben, hier in die hintere Toilette rein, habe ich jetzt angeschlossen für Salzwasser für den Watermaker. Hier war ein Seeventil blind mit so einem Blindstopfen drauf. Das war ehemals für die Toilette hier gedacht, zum Salzwasser ansaugen. Da ist so eine elektrische drin, elektrische Toilette. Und die wird vom Süßwasser gespeist, von unserem 600 Liter Tank. Und wir haben jetzt super verwenden können, ohne ein neues Loch bohren zu müssen. Ein Borddurchlass für den Watermaker. Und ein bisschen Schwanenhals reingemacht, dass wenn irgendwas ist, dass es nicht gleich rausläuft. Und bis auf das Abwasser dann vom Watermaker habe ich alles vorbereitet jetzt da. Jetzt müsste nur noch kommen. Momentan hängt er noch im Zoll. Habe hier jetzt eine Steuernummer beantragt, eine italienische und total aufwendig. Wenn ich die dann habe, dann kann er glaube ich geliefert werden. Es hat uns die Spedition geraten, da eine Steuernummer zu beantragen. Wir wollten es über eine Spedition abwickeln, aber die haben gesagt, das wird endlos teuer. Wir sollen doch eine italienische Steuernummer beantragen. Die kann zwei Stunden bis eine Woche dauern. Ja, der hat gesagt, der Mitarbeiter den ganzen lieber. Er hat gesagt, wir sind in Italien. Das kann 2 Stunden dauern. Aber auch eine Woche. Und auf die warten wir jetzt. Und wenn wir die haben, dann geht vielleicht mal was vorwärts mit unserem Watermaker aus der Schweiz. Wir haben im Hafen ganz liebe Segler kennengelernt. Und die haben uns jetzt mitgenommen hier auf eine kleine Sightseeing-Tour. Und jetzt sind wir gerade in Marano. Und das sieht ganz putzig aus. Jetzt gehen wir Eis essen. Das ist doch mein Ding. Hier kann man bis nach Legnano rüberschauen. Ganz am Ende sieht man so ein bisschen Hochhäuser, sage ich jetzt mal. Und das ist Legnano. Und das hier ist dann die Mole von Marano. Und hier liegen die ganzen Fischer. Ganz viele Fischerboote. Und da gibt es jetzt an der Bar Molo einen Drink. Wir sind gerade beim Shoppen im Angelladen. Jetzt sind wir dann ausgestattet mit Halterung und Haken zum Rausholen. Angel wird gerade zusammengebaut. Jetzt kann da nichts mehr schief gehen. Dieses Mal hat die Bootsübergabe super geklappt. Wir sind im Wasser. Der Motor ist sofort angesprungen. Das erste Mal. Wir sind Probe gesegelt. Hat eigentlich alles funktioniert. Bis auf dem Kartenblatt, sprich vom Radar, hat nicht funktioniert. Da ist am Stecker hinten anscheinend ein Pin abgebrochen. Mhm. Hat ein Kontakt gefehlt. Das wird jetzt aber gerade repariert. Und in diesem Zuge macht die Firma Ober, spielen wir neues Kartenmaterial auf und bekommen eine Software-Update für den Plotter. Dass wir auf dem neuesten Stand sind von dem Plotter. Und auf den Watermaker müssen wir noch warten. Auf
den warten wir immer noch, genau. Aber das mit der Steuernummer, das hat schon mal geklappt. Die war tatsächlich binnen einen Tag da. Also Andi hat jetzt eine italienische Steuernummer. Wir haben die auch gleich weitergegeben, haben aber noch keine Rückinfo bekommen. Das war allerdings erst gestern. Jetzt hoffen wir, dass das läuft, dass wir den jetzt die nächsten Tage bekommen. Dann noch den Plotter. Dann können wir den Watermaker einbauen. Plotter wird ja eigentlich nur angesteckt. Und dann können wir eigentlich starten. Und wir wollen in Richtung Griechenland segeln heuer. Und wir werden wahrscheinlich über die italienische Küste runtergehen, so schön auch Kroatien ist. Wir sind noch nie der italienischen Küste runtergesegelt, Richtung Venedig, dann Richtung Ancona, Rimini, die ganzen Städtchen wollen wir uns mal anschauen. Da waren wir noch nie und da waren wir entweder von Brindisi oder von Otranto Richtung Griechenland segeln, Richtung Korfu. Da kennen wir uns wieder ganz gut aus dann. So ist auf jeden Fall der Plan. Ja, und das war's für dieses Video jetzt erstmal. Beim nächsten Mal, wie schon gesagt, wollen wir noch zeigen, wie wir einen Watermaker einbauen und ich denke mal, dann wird es schon hoffentlich bald losgehen. Okay, also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!